Leute, was geht ab? Erster Tag in unserem neuen Autohaus, das uns der Präsident von Los Santos geschenkt hat. Wie krass war das bitte einfach gewesen, Leute, dass uns der Präsident dieses Autohaus in GTA 5 geschenkt hat. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und heute werden wir das natürlich richtig geil aufbauen. Ich werde schon probieren, meine ersten Kunden zu bekommen. Und wir werden natürlich richtig probieren, richtig viel Kohle zu bekommen. Wir haben heute zwei Aufgaben, Leute. Und zwar, ich habe mir einen LKW besorgt. Und ich habe noch ein paar Kisten eingekauft, ein paar Sachen zum Ändern. Und zwar da oben, ihr seht, Leute, da steht ja aktuell Galaxy. Da soll natürlich Stani Performance dran stehen. Drinnen muss noch ein bisschen was geändert werden. Einzige Problem ist, Freunde, wir haben aktuell kein Geld mehr. Wir sind jetzt wirklich auf Null. Die Investition habe ich schon gemacht. Die muss ich aber jetzt noch abholen. Also im heutigen Video werden wir einen LKW abholen. LKW mit Rampe, alles drum und dran vom Feinsten. Ihr seht auch hier mittlerweile schon meine zwei schönen Autos. Ich habe die jetzt hier nochmal aktiviert. Der eine, der Lambo, der leuchtet ja so. Und den anderen, ich hatte ja noch so eine Schrottkarre gehabt. Ich sage euch ehrlich, Leute, die Schrottkarre habe ich eingetauscht. Die habe ich eingetauscht. Das war mir einfach zu peinlich gewesen. Ich will nämlich direkt hier mit richtig guten Autos anfangen. Und hier ist schon unser erster Kunde, oder was? Bro, was will der denn hier? Leute, wie... Bro, ich sag, diese Autobahn hier, das ist so krass, Leute. Jeder fährt an dieser Autobahn vorbei und will bei mir einkaufen gehen. Hallo, der Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Moin, moin. Ich habe hier ein C63. Bestes Modell. Die ist hier, ne? Oha, der ist ja sogar schon getuned. Hä? Leute, das ist ein getunter C63. Was soll ich denn mit dem machen? Bro, der ist doch schon voll aufgetunt hier. Guck mal, der hat hier fette Motordings drinne, Spoiler hinten dran. Aber das ist hier doch schon Sonderedition. Breitbau. S-Version. Jup, jup. Ist von Brabus, glaube ich sogar. Brabus. Jo, jo. Ja, Brabus weiß ich jetzt nicht. Aber ja, der sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Was wollen Sie denn da mit... also, wollen Sie da jetzt neues Stage-Tuning haben? Oder was wollen Sie da haben? Also, jetzt ein Butter bei den Fische. Sehe ich aus wie ein Tuner. Also Leute, eigentlich sieht er nicht aus wie ein Tuner, aber das Auto sieht halt getunt aus. Nee, also eigentlich... Nee, nicht. Richtig. Ich brauch was, weil ich lebe auf dem Land, da will ich ein bisschen Offroad fahren, verstehst du? Ja, und warum haben Sie sich denn kein Offroad-Auto geholt? Weil ich das Geschenk bekommen habe von meiner Tante. Jetzt will ich dann Offroader draus machen. Kriegt er das hin? Ein Offroader? Boah, Leute, das wird echt schwierig. Da müssen wir andere Reifen raufballern, das Ding höher legen, andere... Oh, hier vorne so mit Kuhfänger und so dran, oder was? Genau, Kuhfänger, richtig. Oh, Leute, das wird echt sehr, sehr schwierig. Also ich sag Ihnen direkt, das wird auf jeden Fall ein sehr teurer Umbau, weil das ist ja hier ein aktuell sehr sportliches Auto und das auf Offroad umgebaut. Die Federung müssen wir austauschen, Dings, Dings, Dings. Also da müssen wir einiges austauschen. Also das würde, ich sag ehrlich, mindestens der Umbau 150.000. Ich weiß, 150? Das Auto ist gerade mal so viel wert. Wir müssen alles umbauen. Können Sie sich überlegen. Oh, gut, 150. Dachte jetzt 200. Ja gut, heißt denn dir, mein Lieber, ey? Ja, 150.000 machen wir das Ding fertig. Alles klar. Wann ist er fertig? Ich will wiederkommen, ne? Ja. Das würde noch kurz ein bisschen dauern, ja? Alles klar. Ich trinke so einen Kaffee, nö. Jo, okay. Schönen Tag noch. Hey, Leute, ich sag euch ehrlich, also der C63, der ist schon wirklich sehr wild. Ich feiere das Auto extrem. Das Ding ist, was ich nicht verstehe, wieso er sich nicht einfach direkt so ein, Oha! Bro, hä? Bro, guck mal, wie der abgeht. Guck mal hier. Bro, hä? Das ist ein Trackcar, Leute. Guck mal hier. Ja, der ist Trackcar. Das hat er voll umgebaut auf Viertelmeile-Rennen oder so. Ich sag euch ehrlich, der Wagen ist wirklich echt sehr, sehr nice. Also, aber guck mal, hier, ich zeige euch mal was. Guck mal, wenn ich Vollgas gebe, man kann ihn nicht mehr lenken. Ich kann nicht mehr lenken. Nicht mehr links, rechts, nicht mehr links, rechts. Das ist ein bisschen, also, ist halt, wie gesagt, nur auf Viertelmeile umgebaut. Die Karre ist natürlich geil, weil er sehr schnell ist. Okay, wir werden ihn mal in unser Stani Performance reinfahren. Ein C63 auf Offroad umgebaut. Also, ich werde mein Bestes geben. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch einige Teile besorgen. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Also sonst war ich ja eigentlich immer nur Stage-Tuning. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich habe auch richtig Bock, wieder verschiedene Stages für die Autos anzubieten. Stage 1, Stage 2 und Stage 3. Und wir hatten ja eine Stage sogar eingeführt, die Zerstörungs-Stage. Die werde ich wahrscheinlich auch noch wieder ins Autohaus mit einbringen. Aber ihr wisst, Leute, es gibt eine Stage, da kann man den Motor so hoch tunen, dass man Glück hat. Also es könnte sein, ein, zwei Rennen, der Motor hält das aus.
Es könnte aber auch sein, Leute, man drückt einmal auf Gas und das Auto explodiert, geht kaputt. Und das ist natürlich immer ein sehr, sehr krasses Tuning, illegales Tuning, würde ich das sogar benennen. Und oh, ich sag echt, ich parke erstmal das Auto. Das ist sehr geil, weil ich wollte jetzt eigentlich erstmal den LKW besorgen. Aber ich finde gut, dass wir jetzt so einen Auftrag bekommen haben, weil, ich sag euch, das spricht sich auch irgendwann rum, wisst ihr, wenn wir so Spezialaufträge machen und so. Tuning ist natürlich auch ein großer Bestandteil, unseres Jobs. Ich würde sagen, Leute, wir fahren jetzt einfach mal mit unseren fliegenden... Oh, was wollt ihr denn da? Wow, ich sag euch, Leute, das ist hier Goldader. Wir werden so viel Kohle scheffeln, Leute, das ist Goldader hier. Moin, moin, der hier. Howdy, howdy, howdy. Wie geht's dir, mein Bester? Ich hab schon gehört, neuer Tuningladen in der City. Yo, Stani Performance in the Hood. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich kann Ihnen aber hier mal ein bisschen unsere Autos zeigen. Dann haben wir hier einmal einen Lamborghini mit Leuchtfarbe. Wow, dann der ein ist ja übel hell. Modifiziert fliegendes Auto, Mercedes Maybach Vision. Ja, hopp, das passt in mein Klientel, sag ich mal. Ja, ne? Und gerade haben wir hier noch einen C63, den wir umbauen für Gelände. Wie kann ich Ihnen helfen? Passen Sie auf, ich bin Clubbesitzer. Was braucht man als Clubbesitzer? Raten Sie mal. So Dancing Club oder was? Disco, Nightstar, Disco hier, ne, in der City. Mhm, ja, schön, super. Keine Ahnung, was man da braucht. Alkohol oder so braucht man da. Nee, das ist nicht gut, du. Ich hab hier einen Urus, ne? Leute, also hab ich mir gekauft. Also ich sag mal ehrlich, der Club scheint gut zu laufen, wenn sie sich einen Lamborghini Urus leisten können. Bro. Ich sag's mal so, ist mein dritter Club mittlerweile. Dritter Club und dann Lamborghini Urus direkt. Ja, was ist... Aber Leute, aber ich sag euch ehrlich, das Urus zu tun. Ich kann natürlich ein paar Stages, ein bisschen Performance drauf machen. Was wollen sie haben? Nee. Ich will ein Urus plus zwei Urus ist Long Urus. Ich will einen XXL langen Urus, damit ich eine Schaumparty da drin machen kann. Wie ein XXL Urus? Die wollen, dass ich da raus... Hä? Die eine Stretch-Limo, genau. Wie, also ich soll den Urus, noch einen Urus ranbauen? Jo. Genau, ich kaufe ihn die auch. Ja, ne? Aber da brauche ich... Wie sie, bringen sie mir noch Urus, oder was? Ja, kein Problem. Ich bringe ihnen zwei Urus, die hängen sie einfach dran, schweißen das, dies, das, kriegen sie schon hin und da machen wir einen Preis aus, ne? Ey, Leute, ich sag ehrlich, Leute, der Typ will, dass ich Urus zusammenschweiße zu einer Stretch-Limousine. Das ist... Also ich sag ehrlich, jetzt Pi mal Daumen... Mindestens 5 Millionen. Mindestens. 5 Millionen, ja? Mindestens. Also das hört sich eigentlich ganz, das hört sich gut an. Das hört sich richtig gut an, ne? Machen wir. 5 Millionen, 5,5 Millionen, wenn sie das in einem Tag schaffen. Ja, okay, ich gebe Gummi. Ja, sehr gut. Ich bring die Urus vorbei. Ja, bring die Urus vorbei und dann Abfahrt. Leute, also keine Ahnung, was wir heute für Kundenwünsche haben. Aber, wir haben auf jeden Fall schon mal zwei... Oh, der Urus war schon sehr, sehr nice. Leute, wir haben auf jeden Fall zwei richtig nice Aufträge. Und zwar sollen wir einmal hier draus das Stretch-Limo machen, aber der muss mir jetzt erstmal noch zwei Urus bringen. Ich wollte eigentlich gerade mit dem fliegenden Auto fliegen, Leute, aber wir fahren schnell mit dem Lambo, weil ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Wir müssen jetzt schnell unseren Transporter abholen, den ich gekauft habe. Und wir müssen dann noch zusätzlich die Materialien, die müssen aber direkt dabei sein. Die müssen wir auch noch abholen für die Umbau des Autohauses mit Stani Performance und so, alles drum und dran. Ey, warum ist das Kennzeichen wieder geändert? Das gibt's doch gar nicht. Das müssen wir gleich nochmal anpassen. Ich check das nicht, Leute. Da muss auf jeden Fall Stani Performance wieder draufstehen. Ich check schon, dass das Kennzeichen sich manchmal ändert. Das müssen wir aber noch ändern. Oh mein Gott, Leute, ich sage euch ehrlich, dieser Lamborghini ist wirklich... Guckt euch mal an, was hier abgeht, Junge. Das ist, ey, wirklich das krasseste Auto überhaupt. Wow. Nichts passiert, Leute, nichts passiert. Die Tür ist nur ein bisschen weggeflogen, können wir aber reparieren ohne Probleme. So, Freunde, da hinten wird jetzt die Überraschung stehen, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe, aber was ich schon angekündigt habe. Und zwar unser eigener Stani Performance LKW. Ich sag ehrlich, Leute, er ist noch ein bisschen lame. Ich will mir auf jeden Fall einen besseren kaufen, aber ihr wisst, das ist auch relativ ziemlich teuer alles. Wir müssen hier erstmal investieren, aber guckt euch mal bitte diese Baba-Felgen an, die ich raufgemacht habe. Also habe ich direkt gesagt, ich will einen LKW mit Baba-Felgen haben. Wir können den natürlich noch ein bisschen Umbau, ein bisschen Tuning machen, dies, das, Ananas, Leute. Das ist jetzt natürlich noch nicht der fertige LKW, ne? Das ist ein V24 Supercharger. Die Container da hinten sind aber auch ein bisschen
schwierig, Leute. Also guck mal, die hängen hier auf halb acht. Die hätten es auch ein bisschen besser aufladen können. So, wir müssen natürlich jetzt das Auto auch einmal aufladen und die Container werde ich auch einmal nochmal hier zurechtrücken und dann werden wir direkt zum Study Performance zurückfahren und werden uns um das heutige Tuning kümmern. So, Leute, wir haben alles aufgeladen, Leute. Ich bin sehr zufrieden. Der LKW hat extreme Power und ich muss auch ehrlich sagen, er sieht auch echt fresh aus. Klar, er muss noch ein bisschen umlackiert werden. Ein bisschen Tuning braucht er noch, aber so fährt er sich extrem gut. Und wenn man jetzt mal hier so guckt, auch hinten mit der Ladefläche und so, wir haben da wirklich mehr als genug Platz. Und guck mal bitte, wie viele Kisten wir haben, Leute. Diese ganzen Kisten, die wir da drauf haben. Da ist so viel Zeugs drin, was ich gekauft habe. Das können wir so viel upgraden. Das ist so krank, Leute. Was ist denn da hinten? Hä? Was ist das denn da, Leute? Bro. Oh, nein, 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 nein. Leute, Leute, ich mach nicht direkt den... Leute, ich mach nicht... Anhalten, anhalten. Bro, ich war doch 7, ich war 80 km/h, Bro. Hey, warum? Leute, ich mach keinen Fehler. Oh, warum? Ich fahr 80 km/h. Hier ist weit und breit keiner, Leute. Sonntags, Alter. Sonntags ist niemand hier unterwegs, oder was? Jo, so. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Nö, herkomm bitte, herkomm. Oh, ja, was los? Einmal die Papiere für den Trecker, ne? Das ist ein LKW, bitte. Den habe ich gerade gekauft. Ey, sorry. Stehen geblieben. Sorry. Jetzt gibt's eine harte Kontrolle. Nein, nee, ey, das war doch aus Versehen. Ist egal, so einfach geht das. So, was haben wir denn hier für Reifen drauf? Nö, da ist ein alles, Tracker und kein Sportwagen, mein Lieber. Ja, alles erlaubt. So ein Sportfelgen. Alles erlaubt. Mhm. Ja, alles gut, erlaubt. Einmal Zentrale überprüfen mit der LKW mit 23 Zollreifen. Jo. Mhm. So. Wie? War das erlaubt? Natürlich okay. Ist das erlaubt. Okay. Hier, Study Performance, kein illegales Tuning, alles erlaubt. Alles klar, gut. Den Lambo, wo haben Sie denn her? Mhm. Ja, hey, der wurde schon 10-mal kontrolliert wegen dem Lambo. Das ist Eigenkreation. Eigenkreation, so sieht's. Ich hab Dubai also Connection. Ey! Da hinten ist ein Licht kaputt. Nee, wollte ich nicht. Ja, und ist ja eh nicht für Straßenverkehr gerade zugelassen, die Karre. Jo. Und was hier mit der Holzbretter, du? Ja, da ist Dings drin, da ist Ware drin. Also, wir machen das jetzt so. 350.000 Euro Strafe und dann können Sie weiterfahren. 350.000? Jupp, weil das ist hier Gefahrengut, ne? Ja, dann geben Sie mir mal, dann geben Sie mir mal eine Quittung, bitte. Ich habe jetzt nicht so viel Geld dabei und keine Karte. Ja, gut, also... bitte einmal die Quittung. Eine Quittung kann ich Ihnen jetzt nicht geben. Ja, das, wie soll ich denn? Dann kann ich nicht bezahlen. Hä? Nee, einmal bitte jetzt hier Kasse abrechnen, ne? Oh, ich rechne. Ich habe kein Dings dabei. Ich habe kein Geld dabei, Mann. Ich habe kein Geld. Stecken. Ja, gut, dann hier Knast, ne? Ganz einfach. Ja, wie gesagt, ich kann es später bezahlen. Ich kann es später bezahlen. Alles klar, kommen Sie später zum PD, ne? Ja, ansonsten gibt's Ärger. Ey, Leute, jetzt reicht's. Ich sage euch ehrlich, ich wollte eigentlich keinen Stress mehr mit der Polizei anfangen, weil die auch ein bisschen nervt. Aber wenn er jetzt schon wieder diese Filme fährt, wisst ihr, wem ich Bescheid sagen werde? Touren, Bro. Ich werde Touren. Guck mal, jetzt fährt er hier noch so ganz provokant, Leute. Fährt er hier noch neben mir und guckt, ob ich irgendwas falsch mache. Weil ich glaube nämlich nicht, dass das, was der gemacht hat, hier rechtens ist. Wir haben nämlich gar nichts falsch gemacht. Und er wollte jetzt von uns wahrscheinlich Geld abziehen, Leute. Weil er dachte, ich will mich, lass mich hier wieder einschüchtern. Aber ich sag euch, guck mal. Guck mal, was er da macht, Leute. Alter, das ist so eklig, ne? Ist egal, ich werde Touren Bescheid sagen. Und dann wird der Typ eh hochgenommen. Ey! Achtung, au! So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's, mein Freund. Anhalten, halten Sie an jetzt hier. Oh, jetzt reicht's mir, Leute, Nein! Nein! Halten Sie Ihr Auto an, was machen Sie da? Ja, Moment. Oh, ich hab. Jo, wir klären das jetzt. Jetzt reicht's mir hier. Ich steck jetzt Osman. Wir klären das jetzt. So, was soll das? Hey, Sie sind mir reingefahren. Das war eine Gefahrenbremsung. Gehen Sie mal da zum Lamborghini, da kann ich Ihnen was besorgen, ja? Da gebe ich Ihnen jetzt. Ich gebe Ihnen jetzt eine Entschuldigung, ja? Jupp, sehr gut, danke. Der will eine Entschuldigung, Leute? Der jo, will wo ist mein Geld jetzt? Hallo? Mein hier ist dein Geld! Da ist dein Geld, Junge! Leg dich nicht mit Study Performance an! Zack, Ruhe im Karton, Leute! Alter, ich sag euch ehrlich, ich wollte das freundlich klären. Wenn die noch einmal Stress machen, ich werde eh zu Touren gehen. Und Leute, ich würde mal sagen, wir haben ein neues Auto für Study Performance. Ist jetzt natürlich ein bisschen deformiert. Problem ist auch, ist vor der Polizei. Wir müssen es vielleicht verstecken.
Aber ich sage euch ehrlich, ich nehme es erstmal mit. Ich lade es erstmal auf. So, Leute, war jetzt relativ knapp gewesen. Also, er hat gerade noch so raufgepasst. Aber, Leute, ich sage euch ehrlich, das Auto lasse ich auf jeden Fall nicht stehen. Und falls sie Fragen haben, ich habe das Auto gefunden. Keine Ahnung, die Typen, den wird eh keiner mehr erkennen. Den haben wir eine vor den Zopf gehauen. Aber ich lasse mich doch hier nicht ärgern, Leute. Ich sage euch, ich mache nicht wieder die Fehler, die wir vorher gemacht haben. Mit unserer Stunny-Performance, wo die Polizei uns laufend auf die Nase rumgetanzt ist. Da wird es jetzt auch mal ein bisschen Ärger im Nachhinein geben. Ich habe jetzt auch gar keine Zeit, mich damit rumzuschlagen. Nämlich, wir müssen jetzt unbedingt schnell die Autos tunen. Und ich muss irgendwo zusehen, wo wir diese Polizeikarre erstmal lassen. Das ist jetzt so ein bisschen das größte Problem. Alter, dieser Truck fährt 200 km/h, Leute. Was ist das denn für ein krasses Ding, Junge? So, der einzige Nachteil, den ich hier auch bei unseren Stunny-Performance sehe, ist, Leute, hier mit dem LKW. Guck mal, ich kann den LKW hier nur mal so auf der Straße parken. Ja, aber hier ist eh so Parkverbot. Also, es sollte theoretisch nichts stören. Also, ich werde jetzt erstmal beide Autos reinfahren. Die Paletten lassen wir erstmal drauf. Und dann, was ist da denn drin, Leute? Oh, hä? Wieso hat hier irgendjemand so ein Schrottauto bei mir reingestellt hier? Bro, ich check's nicht, Leute. Okay, vielleicht war das irgendwie so... Hä? Bro, ist sogar abgeschlossen. Ey, das fahren wir wieder raus, Leute, sag ich ehrlich. Das fahren wir wieder raus. So war es hier. Klar, so eine Autos werde ich auch tunen, aber erstmal nicht. So, jetzt werde ich erstmal die beiden Autos hier abladen. So, beide Autos abgeladen. Den Lambo fahren wir wieder an seine richtige Stelle hin, dass er hier schön am Schaufenster zu sehen ist. Das andere Auto fahre ich erstmal danach hinten hin. Und das müssen wir auf jeden Fall schleunigst loswerden. Nicht, dass wir hier noch irgendwie eine Razzia herkriegen. Ich denke mal, jetzt hier ein paar Stunden lang werden wir damit safe sein. Aber das müssen wir auf jeden Fall am besten umlackieren. Und alles sowas müssen wir hier auch machen. Dass die und die Seriennummer entfernen und alles. Dass wir hier vielleicht das als geklautes Auto so ein bisschen weiterverkaufen können. Aber das Auto fährt echt krass, muss ich sagen. Ne? Das fährt sehr, sehr... Also ich merke jetzt schon, die Performance bei dem Auto ist wirklich brutal. So, erstmal hier hinstellen, sieht das natürlich so ein bisschen aus, als wären wir hier so restpostmäßig unterwegs. Aber ich muss mich jetzt um das Tuning dieser Autos hier kümmern. Komischerweise, die Großklappe mit den ganzen Lamborghini Urus war immer noch nicht hier gewesen. Ist egal, Leute, wir werden das erste Auto auftunen und zwar, das ist der C63 in der Offroad-Variant. So, Leute, wir werden hier natürlich über das Auto upgraden. Das wird jetzt hier ein bisschen dauern. Wir haben ja noch ein paar Satzteile draußen und ich bin mal gespannt, was wir aus diesem Auto rausholen können. Boom, Leute! Was sagt ihr hierzu? Boom, wir fahren mal kurz einmal ein bisschen vor hier. Guckt euch das an, Leute. Komplett C63. Oh Gott, was ist da vorne los, Leute? Was geht hier denn ab? Oha, Alter! Junge, der Lieferung, Lieferung. Drei Urusse? Vier Stück, ne? Drei sind das, so sehe ich hier, du, aber okay, gut. Achso, ja, die drei, sorry. Mein Fehler, ne? Ist das hier von dem Clubbesitzer? Genau, ich bin der Bruder. Ne, hier wissen Sie wissen Bescheid, ne? Ja, ja, genau. Einmal abliefern oder abladen, bitte, ja? Ich hab drin zu tun gerade. Einmal bitte abladen. Leute, der Typ hat ja wirklich jetzt sogar mehr Urusse geliefert, als er Dings hatte. Aber was sagt ihr hier zu unseren C63, Leute? Guck mal hier, Lichter, funktionieren alle. Offroad, vorne so eine, haben wir so eine, dass er so ein Autos aus dem Dreck rausziehen kann. So ein Kuhfänger dran, Leute, für Offroad. Dann wurde der extrem höher gelegt. Ihr seht, Leute, er hat so richtig krasse Reifen dran. Hinten Heckdiffuser, natürlich auch alles umgebaut. Ich sag euch ehrlich, das Auto sieht sehr, sehr krass aus. Ich gucke mal kurz, ich wollte eventuell noch ein bisschen die Farbe ändern, weil der hatte ja so ein graues Auto gehabt und ich denke mal, er will auch wahrscheinlich wieder ein graues Auto haben. Deswegen würde ich es eigentlich schon so ein bisschen grau machen. Außer wir finden vielleicht eine andere Farbe und ich würde vielleicht auf einen... matt ist vielleicht zu anfällig, Leute. Boah, guck mal, so sieht es ganz nice aus. Ich sag euch ehrlich, so ist ein bisschen was Helleres, so ein bisschen silbermäßig, metallic. Der Lack ist auch nicht so anfällig. Wir können ja jetzt nochmal kurz gucken. Ich muss auch ehrlich sagen, Bro, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, guckt euch das Auto auch mal von innen an. Hier schön mit weißem Leder, habe ich auch noch geupgradet. Ey, der Wagen, der... Bro, die Performance ist krass. Leute, guckt euch das an. Bro, Performance. Junge, wir haben es viel zu günstig gemacht. 150.000, viel zu günstig. Guck mal hier, Offroad, Leute. Wir fahren jetzt einfach mal hier runter. Boom. Zack, ohne Probleme, Junge. Der hat richtig gute Traktion. Jetzt fahren wir mal hier durch Wasser durch. Boom, Junge, keine Probleme, Leute. Das ist ein Offroad-Monster, was wir hier gemacht haben. Guckt euch das an. Hier über Schienen, rüber, zack. Das ist ohne Probleme. Der absorbiert alles hier. Mit seiner Federung ist das wirklich eine absolute Maschine. So, jetzt guck mal, jetzt rammen wir mal hier den Zaun weg.
Zaun durch, kein Problem, zack. Ey, das Ding ist so krank, ne? Es fährt sich so heftig, sag ich ehrlich. So, wir müssen jetzt mal hier hoch und ich werd's mal hier, guck mal hier, so kein Jump hier, zack, Jump ohne Probleme, zack, Baum mitgenommen. Sag mal so, vorne eine kleine Beule drin, aber das ist natürlich normal. Hier Offroad, kein Ding, zack, kommen wir hoch. Okay, ich will jetzt mal, oh, warte mal, als ob wir das hier langfahren können. Guck mal hier, zack, hochgefahren, ohne Probleme. Ey, das Ding ist eine, das Ding ist eine absolute Maschine. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit das, was wir aus dem Auto rausgeholt haben. Weil so einen C63 in Offroad, Leute, das gibt's nicht oft. Das ist ein One-of-One gerade in Los Santos. Und wir haben gerade mal für 150.000 getuned. Das war der größte Fehler überhaupt gewesen. Gut, Performance war vorher schon ein bisschen krass gewesen. Ich habe es jetzt nochmal geupgradet. Ich glaube, der Kunde wird sich bei diesem Wagen... Oh, jetzt hat er ja alles da vorgestellt. Leute, was geht denn hier ab jetzt? Alter, ich sage euch ehrlich, ich glaube, der Kunde bei diesem Auto wird sich richtig übertrieben freuen. Und jetzt haben wir noch unsere größere Baustelle. Ich stelle das Auto erstmal hier hin. So, jetzt haben wir noch ein bisschen die größere Baustelle und zwar, wir müssen diesen Lamborghini Urus zusammenschweißen. Wir müssen alle Autos zusammenschweißen. Dafür werde ich jetzt erstmal alle Autos hier in die Werkstatt fahren und dann mal gucken, was wir daraus machen können. So, Leute, wir haben jetzt hier alle Lamborghini Urusse. Das heißt jetzt erstmal, wir müssen die alle auseinandernehmen und dann irgendwie zusammen tunen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das am besten machen soll, aber ja, irgendwie werde ich das schon hinkriegen, Leute. Drückt mir einfach die Daumen. Stani Performance wird es möglich machen. So, Leute, ich weiß nicht, ob ihr zufrieden sein werdet, aber von vorne sieht es aus wie ein normaler Lamborghini Urus. Und jetzt gucken wir aber mal von der Seite. Boom, Leute! Zack, extra Limousine bei Stani Performance, Leute. Guckt euch das an. Hier schön können da vier Leute drinnen sitzen. Wie krass ist das bitte, ey? Das ist, Bro, das ist wirklich so heftig. Guckt euch mal bitte diesen Wagen hier an. Ey, wer ist das denn jetzt da? Was will der denn jetzt da? Hallo, was kann ich Ihnen helfen? Nee, hallo, ich bin der Ulrich, ne? Ja, Ulrich. Ja. Was willst du hier, Ulrich? Ich soll ein Auto abholen. Wollte fragen, ob schon vorbei ist, ne? Sie haben gar kein Auto abgegeben hier. Ich komm, mein Chef, ne, mit der Offroader da, ne, ja, C63, haben Sie eine Vollmacht dabei, weil ich kann Ihnen nur das Auto... klar, hier Vollmacht, ne. Okay, Leute, der hat wirklich eine Vollmacht, ja, der kriegt ja natürlich das Auto. Ja, ich hoffe, Sie sind zufrieden, ich muss mal hier kurz die Lamborghini Urus zur Seite fahren. Sie können sich mal hier das Auto schon mal angucken. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, das ist der umgebaute C63 in der Offroad-Variant. One of one von Los Santos gibt's so nur einmal. Ja, holla die Waldfee, du. Der geht ja ab wie Schmitz Katze, du. Du hast da nicht mal drin gesessen, aber... Ja, 150.000 Dollar macht's einmal. Ach so, ich dachte, der Kollege zahlt, ne? Nee, 150.000 Dollar, sonst geht das Auto hier nicht raus. Hat sich nur hochgenommen. Oh mein Gott, 150.000 plus, let's go, Leute. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Sie können das Auto rausfahren. Ach so, aber eine Frage habe ich noch. Ja? Ne? Ich bin ja auch ein Sammler. Ne? Ja, ich kenne ja, mein Kennerauge weiß ja sofort, wenn es sich um Polizeiautos handelt. Ne? Was ist denn mit dem Auto hier? Ich würde das gern kaufen. Ne? Was zahlen Sie denn dafür? Naja, ich weiß ja, Polizeiautos kriegt man nicht so einfach. Ne? Also 10.000, $10.000. Jupp. Seh zu, dass nimm deine C63 und raus. Kollege, du wirst Probleme kriegen, das sag ich dir. Ich werde keine Probleme kriegen. Ich kenn Tuan, Junge. Tuan macht dir die Probleme. Was? Muan? Wer ist denn Muan? Ja. Ich hol jetzt ab hier. Schade, Leute, dass der da so frech geworden ist. Hier haben wir den Urus umgebaut, Leute. Ihr seht's, einer ist übrig geblieben. Den behalte ich jetzt einfach, sage ich ehrlich, Leute. Den behalte ich. Wenn der hier zu viel bringt, behalte ich den. Wird dem wahrscheinlich eh nicht auffallen. Wir können ja mal eine kleine Dings fahren, eine kleine Teststrecke fahren hier. Aber ihr seht auch hier Lichter an den Seiten leuchten. Zack. Sehr, sehr nice. Wir können hinten mal reingucken. Hinten ist mehr als genug Platz, Leute, für die Party-Dinger. Wir sagen ja so, Leute, das ist hier natürlich auch kein Rennauto. Ne? Das ist eine Limousine, mit der man hier gemäßigt durch die Stadt fahren kann. Aber ich finde, Leute, auch so ein bisschen tiefer gelegt worden. Der sieht schon sehr, sehr nice aus. Dafür, das habt ihr schon mal sowas gesehen, Leute, den Lamborghini Urus, der einfach zu einer Limousine geworden ist. Ich sage euch ehrlich, ich finde das Auto richtig geil. Und für 5 Millionen ist das meiner, oder 5,5 Millionen, ist das meiner Meinung nach ein absolutes Schnäppchen. So, wir stellen ihn aber wieder rein, Leute. Nämlich, wir haben heute echt
echt viel geschafft. Ich warte jetzt noch vielleicht, bis der Kunde das Auto abholt. Aber wir haben heute viel geschafft, Leute. Wenn ihr mehr Stani-Performance sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da, das war's gewesen. Tschö, bitte.